Sind es die idylleraubenden Windräder dicht hinterm Gartenzaun? Sind es die kaum noch vorhandenen Einkaufsmöglichkeiten? Oder ist es die totale Abhängigkeit vom Auto mangels brauchbarer Alternativen? Wir können zum Beispiel mit dem Fahrrad nicht uns bewegen hier. Sandwege, Bundesstraße 168, da traut man sich nicht mehr mit dem Fahrrad zu fahren. Wir wollen genau wissen, was die Menschen in Friedland umtreibt. Dafür richtet sich die Redaktion für eine Woche in der alten Burg ein. Recherche nicht vom fernen Funkhaus aus, sondern hier vor Ort. Erster Arbeitsschritt: zuhören. Und da bei 17 Einwohnern pro Quadratkilometer auf der Straße nicht gerade der Bär steppt, heißt es Klinken putzen. Ich empfinde das immer als große Herausforderung, an Türen zu klingeln, aber ich habe gerade schon gemerkt, es funktioniert. Also die Leute machen mir die Türe auf, sind freundlich zu mir und reden mit mir und geben mir ganz viele Informationen, die ich natürlich brauche, um dann mich diesem Thema dieses Ortes ein Stück weit anzunähern. Gesucht werden Meinungen und Menschen. Einige werden dann am Dienstagabend mit Moderator Sascha Hingst am Tisch sitzen. Wir wollen reden heißt, wir wollen die Möglichkeit zum Austausch geben. In diesen Zeiten wird sehr viel gestritten und teilweise ist der Stil der Auseinandersetzung schwierig. Und deswegen gehen wir bewusst zu dem Wollen reden. Wir wollen in Ruhe fundiert sprechen. Sowohl die Möglichkeit geben, dass Bürgerinnen und Bürger miteinander reden, aber vor allem mit Politikerinnen und Politikern in den Austausch kommen über die Themen, die ihnen Sorgen machen und bei denen sie einfach auch Lösungen erwarten. Und Wir wollen reden ist mehr als nur eine Sendung. Denn schon vorab werden Kollegen vom Fernsehen, Hörfunk und Social Media Geschichten aus Friedland aufgreifen. Immer auch mit dem Ziel, hier etwas zu bewegen. Ich weiß noch nicht, wohin die Reise geht, aber das ist irgendwie das Spannende. Also ich bin jetzt erstmal losgefahren auf der Suche nach Themen, nach Geschichten und haben irgendwie schon total viel spannende Sachen entdeckt und mit spannenden Leuten gesprochen. Und genau, bin Teil von dieser ReporterInnen-Maschinerie und freue mich irgendwie, das Tag für Tag irgendwie einen Bauteil drauf zu setzen und das weiterzuentwickeln. Und ein bisschen was hat sich schon jetzt bewegt im Städtchen und den 16 Ortsteilen, sagt der Bürgermeister beim Besuch in der Burg. Na, mein Telefon steht teilweise gar nicht still, weil interessierte Bürger natürlich fragen, was ist denn hier los, was passiert denn hier? Können wir helfen? Kommt auch manchmal. Oder ja, ich wurde schon interviewt. Wie muss ich jetzt damit umgehen? Das sind so die Fragen, die Leute bewegt. Wir wollen reden. Die Premierensendung. Dienstag 20.15 Uhr live aus dem Gesellschaftshaus im Ortsteil Karras. Wenn das kein Straßenfeger wird.